Sarah macht's wird dir präsentiert von Otto's. Über 100 Mal in der Schweiz. Hat nicht dreckig geworden. Das ist ein bisschen unheimlich. Ja, ich komme eigentlich auch bei 5 Metern, aber 3 Meter ist. Du musst ja nicht runtergumpen. Oh, ich bin gehängt. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Oh, ich mag mich noch so gut an meinen ersten Freund erinnern, wie wir stundenlang ganz jugendfrei auf seinem Bett gelegen sind und den Sternenhimmel angeschaut haben. Oh, bei der Erinnerung an das schöne Dachfenster wird es mir auch heute noch ganz warm ums Herz. Hallo zusammen, ich bin Teddy Baumgartner, arbeite bei der Neomat AG in Bärmeister als Sachbearbeiterin und Verantwortliche für die Fakro-Dachfenster. Sarah steigt heute auf ein Dach und baut ein Dachfenster einbauen. Hier sind wir jetzt in unserem Showroom, wo wir sehen, was wir haben. Mhm. Und ich denke, ich zeige dir jetzt mal so die groben Unterschiede. Und zwar, du siehst, hier haben wir jetzt ein Schwingfenster. Das sagt sie auch, es schwingt. Das ist praktisch zum Putzen, oder? Zum Putzen. Du kannst von innen, dann kannst du so abklappen. Ja, aber abklappen kannst du wirklich richtig umklappen. Oh, oh wow! Dann gibt es hier so eine Arretierhebel. Ach so! Wo man hier rein tun kann. Und dann kannst du hier wirklich frei putzen. Und das Fenster geht nicht ab. Super. Das ist aber noch cool, ja? Von dem her. Okay. Also, das ist immer Schwing. Das ist immer Schwing. Und jetzt haben wir natürlich die Problematik, wenn das Fenster nicht so hoch eingebaut wird. Also für dich wäre es jetzt so. Sorry, du bist nicht so gross wie ich. Ich habe das Problem. Ich sehe nichts, ich lasse den Kopf dauernd. Für mich ist es ideal. Oder? Und jetzt für das gibt es natürlich das Klappfenster. Es ist hier oben, wo die Klappe tut. Das sagt das Klappfenster. Und ich habe viel mehr Freisicht. Also was heisst das? Das kann ich dir nicht abnehmen? Nein, das ist jetzt hier fix. Aha. Aber dafür kann ich nicht putzen. Kein Problem. Wir haben das Klappschwingfenster. Du hast gesehen, da haben wir das Hebeli. Dann können wir das umschieben. Und dann? Dann tun wir das schnell zuziehen. Jetzt haben wir ein Schwingfenster. Fest, dass wir haben das Klappschwingfenster. Hä? Zum Putzen ist ja beides das Gleiche? Nein, das hat einfach eine Zusatzfunktion. Aha. Und Klapp. Und zum Putzen tust du dir einarretieren und tust du dir durch. Kommen wir raus? Du hast eigentlich hey, die Zahl ist schon zwei in einem. Das Blonde ist jetzt auch wieder dabei. Oh, oh, und welche Variante tun wir jetzt heute einbauen? Wir bauen jetzt heute ein Schwingfenster ein. So eins. Also eins. Ich habe hier bereits einen Lieferschein bei mir. Mhm. Du gehst jetzt ins Lager und schaust mal, ob du das findest. Okay. Da haben wir sogar den Lagerplatz drauf. Das heisst, den finde ich sicher. Hey! Für das Schwingfenster? Du, keine Ahnung. Mal keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, toll, danke. Nach Dachfenster sieht es hier schon mal aus. Lagerplatz 16 stimmt. Jetzt muss hier einfach noch Zahl 15 stehen. Sarah hat es gefunden. Da. Voilà. Es ist sogar angeschrieben. Wieso haben wir das nicht gesehen? Schaust du eigentlich auch? Mann, das ist angeschrieben. Also, dann kann ich jetzt das da eigentlich rausnehmen, oder? So, wenn ja, ich das sehe. Aber Lüpfen ist, glaube ich, ein bisschen schwer, gell? Ja, hast du die Stapelprüfung? Dann kann sie leider nicht bestanden. So, das ist eins für die Anfänger. Jetzt können wir rein theoretisch das bei mir einbauen. Das ist ja eigentlich in dem Fall meins. Wieso muss das jemand anderem einbauen? Ja, ich weiß nicht, ob du ein Dach hättest, das gerade so drin passen würde. Ja, kann man nicht eins drin einfach schneiden? Morgen. Guten Morgen. Wir sind das Dachfeisterrollen für Sarah macht's. Jawohl, Sarah und Teddy sind im Lager unten. Und es sollte eigentlich soweit alles schon parat sein. Tipptopp. Tschüss. Tschüss, Reto. Wohin muss ich mit dem?
Richtung Ausgang. Richtung Ausgang und der ist vorne. Weißt, ich weiss nicht mehr, wo der Ausgang ist. Ich weiss nicht mehr, wo ich reingekommen bin, ich weiss nicht mehr, wie ich da rauskomme. Zum Glück bist du da. Und ich glaube, wir müssen langsam ein bisschen Gas geben, der Dachdecker wartet. Ehrlich? Oh, okay. Aber jetzt musst, ja. Ah, der Dachdecker kommt dann? Ja, musst aber so geht es nicht gut. Musst du ziehen wieder. Okay, ja, ist gut, ja. Okay, so. Ja, ich nehme ja nicht an, dass du allein die Schuhe einbauen, oder? Ja, aber mit dir? Ich bin der Bürogummi, gell? Ah, okay, ich muss allein auf die Sache. Ja, danke. When you suck, drink tequila on the rocks till you make your body pop, still the speaker. Ist das der da? Das ist der, ja. Hallo, Dachdecker. Tali, so, gut. Also, muss man nicht Kontrolle machen, wenn wir alles haben. Schon, wow. Wir müssen immer Kontrolle machen. Mann, der ist schwer. Und das muss ich nachher auch noch aufs Dach rauflüpfen. Weißt du, dass du selber musst? Nein. Wir fahren ja jetzt auf Rheinach. Auf Rheinach? Jawohl. Okay. Und dann zu einem Einfamilienhaus. Im Badezimmer. Du musst dich das entlangen. Okay. Gut. Hallo, Sarah. Ja? Du bist schwindelfrei. Du hättest eigentlich schon so ein Dachfenster drin. Ja, er hat eigentlich schon eins da oben. Aber es muss nicht so gut sein. Ich weiß nicht, ob es auf den Kopf abgeht oder so, dass es auswechseln will. Aber jetzt hat es sich entschieden. Und eins von uns. Und du verkaufst ein Dachfenster, hast du aber selber keins? Nein, ich habe keins. Leider nicht. Warum denn nicht? Kannst du nicht in einem Block hin, wenn du zwischen drin wohnst. Geht einfach leider nicht. Aber gefallen tun es dir schon? Würde mir sehr gefallen. Ich hätte gerne eine so Dachwohnung mit einem Dachfenster. Was findest du strahlässig? Ja, das Licht von oben, der Raum wird heller. Ich denke, es gibt einfach ganz eine andere Atmosphäre. Und je nachdem, wo du hast, im Bett liegst und vielleicht noch Sternenhimmel siehst. Aber gell, das ist für mich so ein Dachfenster. Das ist so romantisch. Ja, genau. Gell? Kann man Dachfenster überall einbauen? Theoretisch ja, wenn die von den Räumlichkeiten, Gegebenheiten da sind. Also auch wenn es vorher eigentlich noch keine ich sag jetzt mal, Lücken hatte, könnt ihr das machen. Auch? Das machen ja. Ihr auch? Das ist komplett. Natürlich schon möglich, ja. Jetzt eben, im Lager haben wir gesehen, ganz viele Dachfenster sind dort. Gibt es auch so Extrafertigungen? Das kannst du haben. Du kannst, wenn du spezielle Wünsche hast, vom Holzfarbe innen dran. Oder auch wenn du farbige Ziegel hast, zum Beispiel, dann kannst du natürlich das Blech auch so haben. Und das sind dann Spezialanfertigungen. Oder dann auch manchmal von der Größe her einfach so muss sein. Und dann ist nicht alles, aber fast alles möglich. Welches war der bisher außergewöhnlichste Auftrag? Das ist, weil wir ja noch sehr jung sind eigentlich in diesem Bereich, ist das Uptown in Zug. Ist sehr speziell gewesen, vor allem weil es Dachfenster in der schrägen Fassade eingebaut worden sind. Mhm. So hätte ich natürlich gerne einen Wunsch dabei bereichen, wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? So. Einfach so für mich. So. Ich muss sicher mich persönlich gesund bleiben. Und einfach so ein bisschen auf die allgemeine Welt so ein bisschen weniger Gewalt, mehr Frieden und mehr Zufriedenheit. Sehr schön. Jetzt habe ich zwar eigentlich gedacht, dass du dir wünschst, dass du auch ein Dachfenster endlich bei dir haben kannst. Vielleicht ein Häuschen mal hast oder so. Aber ist ja gleich. Ja. Kommen wir zu den Zuschauerfragen. Für wer ist welches Dachfenster am besten geeignet? Das kommt natürlich immer auf die individuellen Wünsche drauf ab. Oder auch, wie die Gegebenheiten gegeben sind. Von dem her ist das sehr kundenwunschbedingt. Wer sind eure Kunden? Also im weitesten sind sie ja eigentlich schon Privatkunden. Aber wir arbeiten hier mit den Baumaterialhändlern, Dachdecker, Zimmereien, Schreinereien und so mit dem Verarbeiter zusammen. Was für verschiedene Arten von Dachfenster gibt es überhaupt? Also wir haben mal grundsätzlich mal ein Schwingfenster, ein Klappschwingfenster. Dann hast du verschiedene Wärmedämmwert, dann gibt es das Holz, naturlagiert, oder du hast dann auch das PU-beschichtete Fenster, wo man vorwiegend in Räumen braucht, die mit sehr viel Feuchtigkeit sind, wie sprich Badzimmer, Dusche, so Sachen. Wie teuer ist ein Dachfenster insgesamt? Also das Dachfenster selber kann von 460 bis 3'500 Franken oder noch teurer kommen, kommt halt ein bisschen auf die Ausführung drauf ab. Und der kommt natürlich dazu, wo wird es eingebaut, wie sind die Gegebenheiten, wie viel Arbeit gibt es. Da muss man dann auch noch dazu rechnen. Genau. Weißt du, wie teuer das ist, wenn wir jetzt hier einbauen? Weißt du das gerade? Mit dem Einbau natürlich, wo ich mache, wird es wahrscheinlich gratis sein.
Oder umso teurer. Umso teurer, genau. Vielleicht sage ich, der Dame kommt, ja komm, du musst nichts zahlen. Hey. Wir können keine Garantie abgeben. Also, ich würde sagen, ich muss jetzt eigentlich hier ausladen, oder? Ja, aber da ich ja nicht mit dir aufs Dach komme, denke ich, übergebe ich dich im Reto. Okay. Weil jetzt sagt er dir, was zu machen wird. Gut. Nein, halt. Bevor wir jetzt so die 5 Meter Ruhe gehen, gehen wir innen nur abdecken, dass sie das Badzimmer nicht neu mitmachen. Ah, das muss ich noch nicht rausnehmen? Nein, da warten Aha, wir noch. Okay. Also, ja. Ah! Und innen Ruhe. Das feiste Wetter. Ja, und wegen dem müssen wir so einen Aufwand betreiben. Puh. Und wie viel muss ich da nehmen? Maybe you're dropping down by all the way again. That you were bringing me to show you love. Hat das nicht dreckig werden? Das ist der falsche Job ausgewählt. Jetzt können wir das Fenster aufziehen, dann gehen wir nachher. Wie macht man das auf? Einfach ziehen. So, einfach ziehen? Ja. Ja. Du hast schöne Arbeiterhände, ich will das so haben. Das ist eben noch sexy. Ja, ja. Da stehen Frauen drauf. Handwerkerhände. Was sagt man über die? Jetzt, wenn wir rausgehen, tun wir uns nachher hier oben anbinden. Gestelltli, ein paar Arbeitshosen, Meter, Bleistift, dass wir es auch genau einbauen können. Aber der ist nicht gespitzt. Dann hast du eine Spitze? Ja. Also, ja, das ist gut. Muss ich mich jetzt umziehen? Ja. Also, in dem Fall. Und zack, zack, stehe ich hier im neuen Style. Ich sehe aus wie du. Nur noch etwas besser. Ja, das ist klar. So. So, ja, hebt. Was ist da noch? Hä? Warum jetzt das? Ja, jetzt denke ich, ich nehme noch eine Reserve mit. Bei dir weiss man ja nie. Mal wegen kaputt gehen? Ja. Das brauchen wir sicher nicht. 100 pro nicht. Oh, Sarah, du bist bereit. Kann's losgehen? Ja, also. Man hat jetzt gesagt, 5 Meter rauf. Na ja. Das ist ein bisschen unheimlich. Ja, ich komme eigentlich auch bei 5 Metern nicht, aber 3 Meter. Du musst ja nicht runterkumpen. Ja, aber du musst runterschauen. Du musst ja arbeiten und nicht runterschauen. Ja, aber es ist einfach, ich glaube, ich habe ein bisschen zittrige Knie, wenn ich dort oben bin. Ja, das vergeht so. Ja, du musst ja nicht rauf. Ja, ich bleibe da unten und warte auf dich. Ja, du eben, ja. Und ich komme dann am Schluss schauen, ob alles in Ordnung ist, dass du gut gemacht hast. Der Reto, der schaut schon gut zu mir. Da musst du keine Angst haben. Das ist schon einer so gut. Das ist gut. Also, okay, also. Bis nachher. Toi, 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 ja, danke, drückst mit die Daumen. Kannst du noch warten mit der Auspackung? Jetzt gehen wir zuerst das alte Fenster ausbauen. Zuerst ausbauen? Weiss ja. Da geht's. Sind die schwer? Schau mir noch einen geben. Na, genau. Das ist eine gute Idee. Du bist ein starker Mann. Oh Gott. So. Schau, dass es nicht so gewackelt, bitte. Jetzt kannst du hier mal aufs Dach rauf. Wo aufs Dach rauf? Hier aufs Dach rauf stehen. Ohne Sicherung? Du musst dich einhängen. Abwärts musst du den so gut drücken. Ja. Oh Mann, ey. Das darf ich, oder? Auch wenn du nichts tust. Ja. Aber ich will nicht ganz so sexy Hände wie du haben. Oh. Yeah. Simple. Hast du nicht mehr ganz so Angst? And everybody wants me on a single. My mom 44 years with no wrinkles. I got 100,000 on me, I can sprinkle. Oh yeah, my heart's covered in tin. Auf diesen Weg. Lösen. Wie lösen? Ich kann ja gar nicht, das tut ja einfach. Du bist ja lustig, hast du das Gefühl, ich kann jemals zu einem blöden Ding da in der Hand gehen? Mit dem Hammer die Haften lösen.
Ja, das kann ein Fenster nicht. Rauslüpfen. Aber wir müssen nicht mit dem ab, oder? Oh. Ja, sicher nicht, oder? Ups. Darum haben wir den Boden abdecken. Ja, darum haben wir den Boden abdecken. Oh Gott. Ich bin eingehängt. ich bin eingehängt. Ja, bleib nur mal so stehen, dann übernehme ich das Beste. Okay, gut. I think I should remind them, I'm about to clean up. Ist das neue leichter oder schwerer wie da? Etwa gleich. Da rein? Ja. Die Hoffnung, dass wir dieses gleich nicht brauchen. Ja, weißt du, wenn wir es nicht brauchen, kann ich sie dann mit heimnehmen. Ich nehme alles immer mit heim, was man nicht braucht. Braucht man dich noch nachher? Ja, ich glaube schon. Jetzt. Was brauchen wir da zu einer Anleitung? Ja, die kannst du jetzt mal studieren. Das hast du so eingestellt, dass du reinbohrt, ja. Nicht raus. Aber auch, weißt, ich meine, wir müssen eigentlich gar nicht so ein Theater machen, wir haben einen Ersatz dabei. Oh. Es ist nicht so einfach! Auftrag erledigt. So, tragen wir hier aufs Dach. Als Betreten des Gerüstes durch Unbefugte ist verboten. Du bist befugt. Aber er nicht. Du da musst warten. So, den. Hast du gesehen? Den. Ja, ich sehe es. Denke, jetzt müssen sie schon langsam ein bisschen Gas geben, weil immer können sie nicht so rumtrödeln. Aber jetzt tut es ja meine Hände weh. Hast du auch schon mit der Fräse gefräst? Nein, oder ich glaube schon, aber es ist glaub, schief gegangen. Ja, jetzt kannst du mal Gas geben. Ja, jetzt muss ich da wieder schon. Ist das richtig? Ja, tief top. Oh, ist die Isolierung noch los? Warte. Oh, ups. Ist es kaputt? Nein, nein. Ich glaube, es ist immer so. Wenn du zutust langsam, wo schließt er zuerst? Da eine. Und wie viel hast du da noch Luft? So. Schau noch mal. Mhm. Ja, das ist gut. So? Kann ich jetzt wieder raufkommen? Zvieri. Hast du am Bau hergeklaut? Nein, würde ich nie. Der Rahmen hier ist jetzt auch noch mal isoliert. Eben, das ist wahnsinnig, ja. Oder? Die Abdeckung wegnehmen und dem Bauherr das Fenster erklären. Also ist es fertig nachher dann? Ja. Also ja, dann mach doch das. Du, oder? Auf, oder? Zu, auf, zu, auf. Du hast das sauber geschafft. Schon, oder? Also ja. Darfst du gerne noch genau schauen. Geht es auch noch schneller? Ja, ich würde auch noch schneller. Ein bisschen. Weil der Reto schafft eben nicht immer so genau. Ich habe vorgeführt, alles ist dir zufrieden. Ja. Tipptopp, du bist hier innen noch geschwind zusammen rum. Alle ready, steady, go, go, go. Und? Ja, ist es gegangen? Nein, ist zufrieden. Ich sehe, es ist gut, es ist besser als vorher. Super. Mhm. Ja. Du bist auch zufrieden gewesen mit mir? Maus, tipptopp hat sie es gemacht. Hast du sie brauchen? Nein, sie hat es gut gemacht. Ja, du. Es ist, ja. Es war ein bisschen heiß. Also, schon angenehm. In zweierlei Hinsicht. Hey, und habt ihr gemerkt, das Reservefenster haben wir nicht gebraucht. So, und nächste Woche wird es dann rasant. Warum? Das seht ihr jetzt gerade in der Vorschau. Und ich plange schon wieder darauf, dass wir uns wieder sehen, heute in einer Woche, hier auf dem Sender. Bis dann, eine gute Zeit. Und tschüss.
Sarah macht's» ist dir präsentiert worden von Ottos. Über 100 Mal in der Schweiz.